hinausgeht. Und wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 3 der Fragestunde der Mitglieder des Stadtrates, die heute in einer Runde durchgeführt wird. Die Fragestunde beginnt hier. Herr Genschmar, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, der Oberbürgermeister hat im März 2021 erneut die Vorlage zur Bestätigung der Mehrkosten im Rahmen der investiven Sportförderung für das Futterhaben-Neubautrainingszentrum der SG Dynamo Dresden im Ostrallgehege in den Geschäftsgang gebracht. Ein gleichlautender Vorlage hat der Stadtrat am 26. November letzten Jahres mit der Mehrheit von CDU, Grünen, SPD und Linken abgelegt. Im Dezember verkündete diese Fraktion zusammen mit der FDP, dass sie nunmehr gewillt sind, die Förderung doch noch zu beschließen. Aktuell scheint es aber so zu sein, dass sich weder Grüne, Linke noch CDU an diese öffentlichen Versprechungen erinnern können. Daher meine Fragen. Erstens, handelt es sich bei dieser geplanten Förderung um die Finanzierung unvorhersehbarer, unvermeidbarer und unverschuldeter Mehrkosten? Zweitens, wurden in Vergangenheit bei anderen Investitionen, zum Beispiel beim Bau des Kulturpalastes, beim Kraftwerk Mitte oder bei der Sanierung des Festspielhauses Hellerau, Mehrkosten den jeweiligen Nutzern in Rechnung gestellt? Und drittens, bekommt die SG Dynamo Dresden das Trainingszentrum eigentlich von der Stadt geschenkt? Vielen Dank, Herr Genschmar. Die Beantwortung der Frage übernimmt Herr Kollektor Dr. Kalanis. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Genschmar, zuerstens, die Mehrkosten waren unvorhersehbar, unvermeidbar und unverschuldet, sowohl für den Verein, aber auch für andere Beteiligte, sprich die tragende Gesellschaft DGI, aber auch die Landeshauptstadt Dresden. Es ist nicht unbedingt der Regelfall, dass Mehrkosten in Rechnung gestellt werden, den jeweiligen Nutzern. Was Sie ansprechen, Festspielhaus Hellerau, Kaserne West, beziehungsweise die Arbeiten im Ostflügel, Kaserne Ost, da ist das nicht der Fall. Freilich darf man auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Es geht ja hier nicht darum, dass ein städtisches Vorhaben für einen städtischen Nutzer gebaut wird, sondern es geht um die Förderung eines Vorhabens eines Vereins im Rahmen der Sportförderung. Und da ist es in der Tat so, dass wir in aller Regel solche unvorhersehbaren, unvermeidbaren und unverschuldeten Mehrkosten auch einer zusätzlichen Förderung unterwerfen. Das heißt, dort eine zusätzliche Förderung leisten. Das haben wir in der Vergangenheit eigentlich fast immer so getan. Und teilweise auch darüber Stadtratsbeschlüsse herbeigeführt. Und zu verschenken hat die Landeshauptstadt regelmäßig nichts, auch keine Trainingszentren. Es handelt sich um eine Maßnahme der investiven Sportförderung. Ich bedanke mich. Ganz kurz Feststellung. Natürlich hat Kultur und Sport nie unbedingt was mit Äpfeln und Birnen zu tun. Es ist vielleicht aber beides Vitamine fürs Volk und all den auch gleich zu behandeln. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki. Bitte sehr. Bürgermeister, folgende Frage zum Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche, das von der Bundesregierung eingestellt wurde, möchte ich folgende Fragen stellen. Der Bund hat ein 2-Milliarden-Programm aufgelegt, das Kindern, Jugendlichen und Familien bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Krisen unterstützen soll. Dieses Programm wird mittelbar kurzfristig auch in den Kommunen ankommen. So konnte man lesen. Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen. Welche Mittel werden voraussichtlich in Dresden aus dem Bundesprogramm verausgabt werden können? Welche Konzepte liegen im Bereich Bildung und Jugend bereits vor, für die die Mittel verwendet werden können? Und wie ist das zeitliche und finanzielle Verhältnis schulischer Lernangebote und Angebote zur Freizeitgestaltung und zur Erholung bei den für Dresden vorgesehenen Maßnahmen? Und weiterhin würde mich interessieren, welche Konzepte gibt es mit den beteiligten Stiftungen, die im Bundesprogramm ausdrücklich erwähnt werden, unter anderem der Stiftung Frühe Hilfen für Kindergärten und
Familien mit kleinen Kindern und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Dresden zusammenzuarbeiten, um den Kindern, den Jugendlichen, aber auch den Familien in Dresden zusätzliche Angebote machen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Scharnetzky. Die Beantwortung der Frage wird Herr Kollege Donwasser übernehmen. Bitte schön. Ja, liebe Frau Scharnetzky, zurzeit liegen uns noch keine gesicherten Informationen vor, vor allen Dingen in welcher Höhe und mit welcher Schwerpunktsetzung die Bundesförderung durch die Landesregierung dann weitergereicht wird. Mit Blick auf die Beschlussfassung im Bundeskabinett von 5 Arbeitstagen sollte uns das jedoch aber noch nicht beunruhigen. Und wir können uns alle versichert sein, dass wir als Verwaltung, und da schließe ich jetzt auch mal den Stadtrat mit ein, allerhöchstes Interesse daran haben, so viel wie möglich in Aussicht gestellte Mittel dann für die Kinder- und Jugendarbeit in Dresden einzusetzen. Wir werden den nächsten Jugendhilfeausschuss bzw. den nächsten Ausschuss für Bildung nutzen, um alle verfügbaren Informationen zusammenzutragen, beziehungsweise wird es vor allen Dingen im Bereich der Kindertagesbetreuung so geplant werden, dass wir die ohnehin geplante Erweiterung des Bewegungskonzepts, Stichwort Wassergewöhnung, dafür im Blick nehmen. Wassergewöhnung wird uns ja möglicherweise heute noch mal beschäftigen mit dem Antrag, den wir zum Schwimmenlernen zu behandeln haben. Das Gleiche gilt auch, dass wir das Netz an Sprachkitas entsprechend erweitern wollen, beziehungsweise dann das dadurch besser haushalterisch untersetzen können und absichern können, wenn wir entsprechende Fördermittel dann zur Verfügung haben. Weiterhin ist geplant, in meinem Bereich sich das Thema Schulsozialarbeit in dem Zusammenhang nochmal anzuschauen. Dort wissen wir ja, dass es eine Landesförderung für Oberschulen 100%, für andere Schulen zu 80% gibt. Aber es gibt auch wiederum Schulen, Stichwort Abendoberschule, die davon noch nicht oder da nicht beteiligt sind. Also dort überlegen wir, dort diese mit reinzubringen. Beziehungsweise wollen wir natürlich mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung die Zusammenarbeit, die wir ja ohnehin im Bereich Grundschule Hort haben, was die bessere Vernetzung und Zusammenarbeit angeht, schon auch insofern fortsetzen. Dort werden wir mit Jens Hofsommer, der uns ja oder den meisten hier bekannt ist, Kontakt aufnehmen, wie das gemacht werden kann. Und mit der Stiftung Frühe Hilfen hatte ich vor circa 4 Wochen erst ein Gespräch bzw. ein Interview, wo wir auch geschaut haben, was ist bisher an Unterstützung gelaufen, wo brauchen wir mehr Unterstützung von der Stiftung, und auch dort sehe ich den guten Weg, dass wir mithilfe dieses Förderprogramms dann nochmal einen Anlass haben, ein Stück weiter voranzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes wäre die CDU-Fraktion dran, die auf ihr Fragerecht heute verzichtet. Damit ist die AfD-Fraktion die nächste. Herr Laczynski, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, heute stand hier unter anderem auch der Parkplatz unterhalb des Blauen Munders auf der Blasewitzer Seite ein weiteres Mal auf der Tagesordnung. Die Position des Beigeordneten für Bauverkehr und Liegenschaften ist hier, die bestehenden Parkplätze durch Poller wegfallen zu lassen, weil der dahinterliegende Parkplatz unter anderem in einem Landschaftsschutzgebiet liegen würde und das Parken deshalb nicht erlaubt sei. Der Parkplatz unterhalb des Blauen Munders ist nicht die einzige Stelle im Stadtgebiet, bei denen es aufgrund der nicht erfolgten Widmung als Verkehrsfläche zu Konflikten zwischen dem motorisierten Individualverkehr und dem sächsischen Naturschutzgesetz kommt. Weitere Stellen sind beispielhaft die Uferstraße unterhalb der Marienbrücke, der Bereich unterhalb der Albertbrücke und die Bootstrailerstelle in Schirn bei der ehemaligen Fähre in Söbrigen. Am 17. Februar diesen Jahres zitierte die Sächsische Zeitung in ihrem Artikel Stadtsprecherin Anke Hoffmann, wonach das Amtsgericht Dresden im Jahr 2019 bei einem Bußgeldverfahren wegen des Parkens im Landschaftsschutzgebiet geurteilt habe, dass der Bußgeldbescheid unzulässig sei, weil laut Auffassung des Gerichtes bereits durch die Befestigung einer Fläche mit Schotter der Charakter dieses Gebietes derart beeinflusst wurde, dass der besondere Schutzzweck eines Landschaftsschutzgebietes für den Verkehrsteilnehmer nicht mehr zu erkennen sei. Daran ändere auch das aufgestellte Schild mit der gelben Eule nichts. In diesem Zusammenhang bitte ich um Beantwortung folgende Fragen. Welche Auswirkungen hatte dieses Urteil auf das Handeln des Ordnungsamtes? Wie wurde mit den zu diesem Zeitpunkt bereits laufenden Bußgeldverfahren für den Bereich Uferstraße umgegangen?
wurden seitdem weitere Bußgelder für das Parken auf Flächen erlassen, bei denen objektiv der besondere Schutzzweck eines Landschaftsschutzgebietes von den Verkehrsteilnehmern nicht zu erkennen war, zum Beispiel Entschirren. Ja, erstmal bitte ich um Beantwortung dieser Fragen. Vielen Dank, Herr Laczynski, für die Frage. Ich darf wie folgt antworten: Bei dem Urteil, wie Sie es genannt haben, handelt es sich um einen Einstellungsbeschluss nach § 47 Absatz 2 des OWIG. Dieser Beschluss vom 5. April 2019 ist durch das Amtsgericht Dresden ohne Hauptverhandlung getroffen worden. Das Aktenzeichen lautet 219 OWI 635 JS 34 72 aus 19 in Klammern 2. Sie bekommen das schriftlich, brauchen Sie also nicht mitzuschreiben. Die Einstellung erfolgte ohne Begründung des Gerichts, wie das in dieser Art des Verfahrens auch vorgesehen ist. Allerdings ist die zitierte Argumentation des Amtsgerichts der Bußgeldbehörde auch aus ähnlichen Verfahren bekannt. Das hat damit zu tun, dass die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Bußgeldbehörde üblicherweise sonst an Hauptverhandlungen auch teilnehmen, um die Rechte als Vertreter der Landeshauptstadt Dresden auch wahrzunehmen. So können die Entscheidungen des Amtsrichters oder der Amtsrichterin auch ohne schriftliche Urteilsbegründung nachvollzogen werden. Mit Bezug auf die Uferstraße ist deshalb bekannt, dass der besondere Schutzzweck eines Landschaftsschutzgebietes für den Verkehrsteilnehmer erkennbar sein muss und in der konkreten Form nach Auffassung des Gerichtes eben nicht hinreichend erkennbar war. Das bedeutet, dass in der Folge der betreffende Bereich an der Uferstraße durch den Außendienst des Ordnungsamtes in der Form nicht mehr kontrolliert wird und bereits eingeleitete Bußgeldverfahren zugunsten der Betroffenen eingestellt werden. Im Hinblick auf die Praxis in vergleichbaren Fällen, die Sie stellen, ist zu sagen, dass immer dann, wenn der besondere Schutzzweck eines Landschaftsschutzgebietes für den Verkehrsteilnehmer nicht zu erkennen war, wurde und wird dies den Betroffenen zugute gehalten und von einer Ahndung abgesehen, wenn keine anderen Gründe dagegen sprechen. Das ist allerdings in jedem konkreten Fall oder in jeder konkreten Örtlichkeit auch einzeln zu beurteilen. Vereinzelt kam es zur Ahndung von abgestellten Fahrzeugen im Bereich der sandsteingepflasterten Stelle in Schieren, die Sie beschreiben, insbesondere wenn die Fahrzeuge neben dem gepflasterten Bereich auf der Wiese abgestellt werden. Ergänzend ist es natürlich so, dass immer dann, wenn entweder unser Außendienst von sich aus oder durch solche Verfahren erfährt, dass nach Auffassung des Gerichts es Unklarheiten zum rechtlichen Status und zur Ausschilderung gibt, natürlich die zuständigen Fachämter der Landeshauptstadt Dresden eine Information bekommen, damit die hinreichende Klarheit gegebenenfalls durch ergänzende Beschilderung oder sonstige Maßnahmen sichergestellt werden kann. Oder aber in Einzelfällen, wenn wir der Auffassung sind, dass in einem konkreten Fall alles hinreichend klar ist und nicht verbessert werden kann und nur der Richter oder die Richterin eine andere Entscheidung getroffen hat, dann kontrollieren wir auch weiter. Das heißt, es entsteht keine Lücke in der Kontrolle notwendiger landschaftsschutzrechtlicher Vorschriften, aber kurzum gesagt, immer dann, wenn es für den Bürger nicht hinreichend klar ist, kann der Staat eben nicht auf der formelbedingten Durchsetzung bestehen. Das ist hier im konkreten Fall gemacht worden. Gestatten Sie bitte noch eine Nachfrage in Bezug auf dieses Urteil. Welche Auswirkungen hat dieses Urteil auf die Einstufung dieses Gebietes als Landschaftsschutzgebiet? Das kann ich Ihnen aus dem Standpunkt jetzt der Ordnungsbehörde nicht unmittelbar sagen. Wir würden das als ergänzende Frage soweit aufnehmen und dann in der schriftlichen Beantwortung versuchen, zeitnah nachzureichen. Vielen Dank. Gut, soweit. Wir setzen fort für die Fraktion Die Linke. Herr Schollbach, bitte. Herr erster Bürgermeister, am heutigen Tag wird ja der Stadtrat eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Viele Augen sind heute auf den Stadtrat gerichtet. Es wird um das Sachsenbad gehen. Das Sachsenbad gilt ja als Musterbeispiel der Architektur der neuen Sachlichkeit. Und vor diesem Hintergrund interessiert uns natürlich auch, welchen Standpunkt der sächsische Landeskonservator zu dieser Thematik einnimmt. Und ich möchte deshalb Sie fragen, wie hat sich denn
der Sächsische Landeskonservator gegenüber der Landeshauptstadt Dresden zur Zukunft des Sachsenbads positioniert. Und ich möchte darum bitten, dass bei der Antwort auf inhaltlich erfolgende Punkte eingegangen wird, nämlich zur Positionierung hinsichtlich der das nationale Erbe mitprägenden Bedeutung des Sachsenbades, hinsichtlich der Fördermöglichkeiten für die Revitalisierung des Bades, hinsichtlich der Varianten zur Zukunft des Bades sowie hinsichtlich der Realisierung des Sachsenbades in kommunaler Trägerschaft aus denkmalpflegerischer Sicht. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage, Herr Schollbach. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Schollbach, der Sächsische Landeskonservator hat in seinem Schreiben vom 6. Mai mitgeteilt, dass es für das Sachsenbad angenommen werden könne, dass es eine das nationale Erbe mitprägende Bedeutung habe. Aktivitäten zur Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes würden daher ausdrücklich begrüßt. Fördermöglichkeiten bestünden nach Aussage des Landeskonservators durch die Inanspruchnahme von Bundesmitteln. Fördermittel aus dem Landessonderprogramm wären jedoch nur in Abhängigkeit von den Haushaltszuschüssen beziehungsweise Beschlüssen des Sächsischen Landtages verfügbar. Darüber hinaus verwies der Landeskonservator auf etwaige andere Fördermöglichkeiten, beispielsweise die neuen Programme der Städtebauförderung. Gleichwohl eine verbindliche Zusage, ob und in welcher Höhe letztlich tatsächlich Fördermittel bereitstehen und in Anspruch genommen werden können, enthielt das Schreiben nicht. Der Landeskonservator erklärte zu den vorgelegten Variantenuntersuchungen der Stesat GmbH, dass die Varianten 3 und 4 interessante Ansätze der Kombination einer maßvollen Badnutzung des Bestandsgebäudes mit einer umfänglicheren Schwimmbadfunktion darstellten. Eine Realisierung der Sanierung und Wiederbelebung in kommunaler Trägerschaft sichere aus denkmalpflegerischer Sicht den verantwortungsvollen Umgang mit dem denkmalgeschützten Gesamtkomplex. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage für die SPD-Fraktion. Herr Kanewski, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, vielen Dank. Unsere Frage beschäftigt sich mit den Arbeitsbedingungen von städtischen Bediensteten in der Landeshauptstadt Dresden. Die Dresdner Stadtverwaltung ist heute über das gesamte Stadtgebiet verteilt, oft zu teuren Mieten und in dringend sanierungsbedürftigen Gebäuden. Auch das Rathaus am Dr. Kölzring, das ist ja kein Geheimnis, ist sanierungsbedürftig. Gleichzeitig haben wir glücklicherweise in der Landeshauptstadt einen Personalaufwuchs, um die Aufgaben, die ja momentan anstehen, auch bewältigen zu können. Und vor dem Hintergrund ist es notwendig geworden, dass wir uns dafür entscheiden, das neue Verwaltungszentrum zu bauen. In diesem Zusammenhang, wir hatten das hier mehrfach schon in der Debatte, vielen Dank auch an alle, sowohl in Verwaltung wie auch Rat, die bei diesem Projekt mitgewirkt haben. Allerdings steht ja auch das neue Verwaltungszentrum immer wieder in der Diskussion, nicht jetzt erst in der Corona-Pandemie, sondern auch vor dem Hintergrund der Finanzierung. Die Frage ist ja, was passiert denn, wenn wir jetzt nicht bauen würden? Daher meine Fragen konkret. Aktuell ist regelmäßig zu lesen, dass die Baukosten im ersten Quartal 2021 in fast allen Bereichen um 30-40% gestiegen sind. War der im April geschlossene Projektvertrag zum Neubau des Verwaltungszentrums oder das Angebot des Totalübernehmers diesbezüglich betroffen? Frage 1. Frage 2. Zahlreiche bestehende Mietverträge laufen in den kommenden Jahren aus. Jetzt mal ein kleines Gedankenspiel. Angenommen, die Stadtverwaltung könnte nach dem Auszug der Drehwag an der Freiberger Straße auch deren Räume nutzen. Wie viele Mitarbeitende könnten in Folge maximal untergebracht werden und besteht die Möglichkeit, ein anderes Gebäude in der benötigten Größenordnung zu günstigeren Konditionen als beim Neubau des Verwaltungszentrums anzumieten? Und ich würde eine dritte Frage anschließen, dafür aber auf eine Nachfrage verzichten. Die Landeshauptstadt zahlt nach Aussage der Stadtverwaltung für die aktuelle Nutzung der Räume im World Trade Center jährlich rund 1,5 Millionen Euro, allerdings ohne Betriebskosten. Das wäre bis zum Ende der jetzigen Vertragslaufzeit Ende 2030 bereits 16 Millionen Euro an Mietkosten. Wie viele Mitarbeitende sind aktuell an diesem Mietpreis an einem anderen Standort untergebracht? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kanewski, für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Lammes. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Kanewski, in der Tat, die Baupreise steigen.
Das Angebot, das wir jetzt bezuschlagt haben und wo der Auftrag erteilt worden ist von der KID, dieses Angebot war inhaltlich und preislich verbindlich aufgrund des Ausschreibungsverfahrens. Diese Verbindlichkeit bestand bis Ende April 2021, sodass auch bis zu diesem Zeitpunkt die Unterzeichnung erfolgt ist. Eine verspätete Beauftragung hätte auch gerade angesichts der steigenden Kosten erhebliche nachteilige Auswirkungen gehabt. Zur zweiten Frage, in der Tat, wir bauen dieses Rathaus nicht als eine zusätzliche Kapazität, sondern wir bauen es, weil an anderen Stellen Mieträumlichkeiten wegfallen und Bedarf für zusätzliche Räume deswegen besteht. Das sind insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zurzeit in dem Komplex Petersburger Straße, Grunaer Straße untergebracht sind. Der Mietvertrag der DREWAG im World Trade Center, der läuft bis 2030. Und es werden nach dem Auszug der DREWAG, der zu erwarten ist, ab etwa 2023/24 weitere 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort World Trade Center in klassischen Bürostrukturen unterzubringen. Die Vergleichszahl haben Sie genannt, 520 wären unterzubringen. Wir werden im Neubau des Verwaltungszentrums 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Arbeitsplätzen versorgen. Das alles vor dem Hintergrund, dass der Mietmarkt momentan und auch schon über einen längeren Zeitraum sehr angespannt ist. Es gibt in der von uns nachgefragten Größenordnung letztlich keine freien Bürogebäude, die entsprechend zusammenhängende Kapazitäten bereithalten würden. Bauliche Veränderungen, die zudem erforderlich wären, erhöhen die Kosten in den Mietobjekten. Und wir verfolgen auch strategisch den Ansatz, dass wir zunehmend unabhängig werden wollen von privaten Vermietern und deren Umgang mit Instandhaltung, vertraglichen Ausgestaltungen, der Flexibilität bei der Handhabung des Mietverhältnisses und weiterer Faktoren, also weniger Abhängigkeit vom Markt, mehr eigene Gestaltungsmacht, die wir anstreben. Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und den Gesamtkosten und einem Betrachtungszeitraum von 60 Jahren, was die Nutzungsdauer von Verwaltungsgebäuden ist, ist auf jeden Fall eine Unterbringung in Eigentumsobjekten, sei es der Stadt oder sei es städtischer Gesellschaften, gegenüber einer potenziellen großvolumigen und langfristigen Anmietung vorzuziehen. Diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung haben wir dem Stadtrat auch zur Verfügung gestellt. Die Miete für unsere Beschäftigten im World Trade Center, da läuft der Vertrag jetzt bis zum 30. September 2026. Ab dem Jahr 21 bis 26 haben wir Mietkosten in Höhe von rund 9 Millionen Euro. Diese Kosten fallen an für 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort am Standort untergebracht sind. Wir erwarten, dass wir diese Kosten nicht über die Laufzeit des Mietvertrages werden halten können, sondern im Zuge der allgemeinen Preisentwicklung durchaus auch weiteren Forderungen ausgesetzt sein werden. Das gilt umso mehr, als wir in dem Mietobjekt auch baulichen Instandsetzungsbedarf haben, um uns auf einen aktuellen Standard wieder zu bringen. Insbesondere Fragen des sommerlichen Wärmeschutzes, der Klimatisierung des Gebäudes und der zur Verfügung stehenden Datenleitungen sind da zu nennen. Und wie man es dreht und wendet, solche Kosten werden letztendlich auf die Mieterin dann umgelegt. Vielen Dank für die Beantwortung. Die nächste Frage kommt von Herrn Zastrow. Bitte sehr.
verschwinde hier wieder hinterm Vorhang. Sehr geehrter erster Bürgermeister, bei meiner Frage geht es um den Radwegebau. Vor 2 Wochen hat der sächsische Umweltminister angekündigt, dass der Radwegebau in den Forstrevieren des Staatsforstes Sachsenforst fortgesetzt wird. Auch in der Dresdner Heide soll ein Radweg gebaut werden. Jetzt interessiert alle brennend, wo wird er gebaut, wie lang wird er sein, was kostet dieser Bauabschnitt und vor allem, welche Wegedecke soll dort verbaut werden? Vielen Dank, Herr Zastrow. Die Beantwortung der Frage übernimmt Herr Kollege Kühn. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Zastrow, zuständig ist ja, wie Sie schon sagten, der Staatsbetrieb, also der Freistaat Sachsen und konkret der Staatsbetrieb Sachsenforst. Wir haben aufgrund der Kurzfristigkeit bisher keine Möglichkeit gehabt, sozusagen über eine Abfrage Ihre Fragen jetzt beantwortet zu bekommen. Wir müssen das im Nachgang der Sitzung nachreichen, wenn wir dann eine positive Rückmeldung auf unsere Fragen vom Staatsbetrieb Sachsenforst haben. Tut mir leid, dass ich Ihnen da jetzt keine andere Antwort geben kann. Die Handynummer des Ministers hat leider auch nicht weitergeholfen, das so kurzfristig zu beantworten. Also ich dachte, das klären Sie jetzt mal eben so untereinander. Ich meine, die bauen insgesamt 16 Kilometer. Es gibt 12 Vorhaben. Also es ist auch nie viel, 140.000, um die es geht. Aber es war eine große Pressemeldung, die in allen Zeitungen gewesen ist, wert. Ich würde Sie bitten, wenn Sie schon mal nachfragen, eine weitere Frage zu stellen. Das wäre meine Nachfrage gewesen. Sollte es eine normale, geschlemmte Decke beispielsweise sein, würde mich interessieren, ob man mal vielleicht auch mit der Stadt geprüft hat, ob man einzelne Radwegstrecke auch in der Dresdner Heide nicht asphaltieren könnte. In anderen Revieren des Sachsenforstes passiert das regelmäßig, in der Lausitz und auch im Norden von Dresden gibt es durch die Wälder einzelne Radwege, die auch wirklich für Radfahrer ertüchtigt worden sind. Und das ist eine Diskussion, die mir am Herzen liegt. Mich würde interessieren, wie da die Position eigentlich des Sachsenforstes ist, um vielleicht auch mal in der Stadt darüber sprechen zu können. Dankeschön. Vielen Dank. Zum Abschluss der Fragestunde Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter erster Bürgermeister, der Leutewitzer Park Top 3 ist ja jetzt vertagt. Gleichwohl ist meine Frage ja weiterhin aktuell. Wenn man sich die Grundstückskarte der kommunalen Grundstücke anguckt, die dankenswerterweise die Stadtverwaltung auf eine Anfrage von mir freigegeben hat, sieht man, dass auf dem Areal, was am Leutewitzer Park liegt und was bebaut werden soll, auch ein kommunales Grundstück sich befindet. Hierzu 3 Fragen, ich stelle sie am Block und keine Nachfrage mehr. Gab oder gibt es Verhandlungen mit dem Investor über den Verkauf der Grundstücke? Wenn ja, gibt es ein Ergebnis? Wenn ja, welcher Kaufpreis ist aktuell im Gespräch? Zweitens, gab oder gibt es seitens der Stadt Überlegungen, auf den Grundstücken selbst Wohnungsbau über die WED oder über Konzeptausschreibungen bereitzustellen? Und Punkt 3, wurde die zentrale Lage der Grundstücke und die damit verbundene Verhandlungsmacht genutzt, um Verbesserungen in Bezug auf die geplanten Häuser und den Außenbereich zu erhalten? Zum Beispiel eine Erhöhung der Sozialbauquote, mehr Durchgrünung der geplanten versiegelten Flächen, Flächentausch zur Errichtung städtischer Mehrfamilienhäuser oder sonstige Arten des bezahlbaren Wohnraums. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Die Beantwortung übernimmt wiederum Herr Kühn. Bitte. Ja, sehr geehrter Herr Schulte-Wissermann, vorab, die Vorlage enthält keine Ausführung zum Verkauf von Flächen des Privatinvestors an die Stadt. Im Antragsschreiben des Investors auf Einleitung eines Verfahrens erfolgte eine derart interpretierbare Willensbekundung zur ersten Frage im Rahmen der Erstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nummer 441 Dresden-Leutewitz 1, Ockerwitzer Straße, wurde der Ankauf der Flächen südlich der Satzungsgrenze für die Erweiterung des Leutewitzer Parks geprüft. Der Ankauf kam damals wegen fehlender Voraussetzungen, also Lastenfreiheit und Altlastenthematik, aber nicht zustande. Zu Ihrer zweiten Frage. Das besagte städtische Grundstück, Flurstück Nummer 175 der Gemarkung Leutewitz,
sowie die übrigen Flächen im Geltungsbereich des zur Diskussion stehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans waren bisher nicht Gegenstand von Prüfungen im Rahmen der Standortsuche für WID-Grundstücke. Hintergrund ist, diese befinden sich im beschlossenen Flächennutzungsplan innerhalb einer Fläche für Wald- und Flurgehölze. Ein Ankauf des städtischen Flurstücks 175 der Gemarkung Leutewitz wurde bisher unter Verweis auf die Entscheidung zum beantragten Planverfahren stets abgelehnt. Und dritte Frage ist mit Nein zu beantworten. Die Vorlage zur Einleitung eines Planverfahrens, des Planverfahrens geht auf den Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften der Landeshauptstadt vom 19. Juni 2019 zurück. Gemäß diesen wurde die Stadtverwaltung beauftragt, die Voraussetzungen für eine wohnbauliche Entwicklung zu schaffen. Bis zu dieser Entscheidung, die ja heute wieder vertagt wurde, wird verwaltungsseitig entsprechend der Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplans, welcher, ich habe es erläutert, den betreffenden Bereich als Fläche für Wald- und Flurgehölze darstellt, an der stadtentwicklerischen Zielstellung Entwicklung von Grün- und Freiflächen-Wald festgehalten. Dankeschön. Vielen Dank. Damit ist die Fragestunde abgeschlossen.